Bei einem Orgelkonzert in der Pfarrkirche Trebuswinkel konnte man auch den kraftvollen Bass des Opernsängers Wolfgang Blanke, einem gebürtigen Trebuswinkler, lauschen. Das Konzert bildete den Auftakt zu mehreren Veranstaltungen anlässlich der 650-Jahr-Feierlichkeiten der Pfarre Trebuswinkel. Wir beginnen eben damit, dieses Jubiläum 650 Jahre von Trebuswinkel zu begehen, in sozusagen einigen Akten. Das Konzert ist das erste, so ein Auftakt. Warum jetzt? Weil eben diese Gründung ungefähr um diese Zeit damals war. Ich war selbstverständlich nicht dabei, aber das gilt als so Anfang des schon organisierten christlichen Lebens im Ort. Für welches Programm haben Sie sich für 650 Jahre Kirche entschieden? Wir haben aus jedem Jahr der 650 Jahre eine Nummer gefunden. Wir hatten dann 650 Nummern, die haben wir dann alle durchgespielt. Und davon haben wir dann 95% wieder weggeworfen. Und das, was übrig geblieben ist, das spielen wir heute. Das klingt aber nach viel Arbeit mit den Augenzwinkern. Das war viel Arbeit, tatsächlich, ja. Die Herausforderung ist natürlich auch das Instrument, das hier vorhanden ist. Es ist eine typische Barockorgel, das heißt nur mit einem Manual und mit der sogenannten kurzen oder gebrochenen Oktav im Pedal, und da ist manches natürlich besonders zum Einrichten und Eingewöhnen. Guillaume de Machaut, ein französischer Komponist, einer der ersten Dinge, die überhaupt aufgezeichnet wurden, hat an sich für einen vierstimmigen Chor geschrieben, und wir haben das umgearbeitet, um es mit Orgel und Stimme halbwegs hörbar zu machen. Aber das ist der einzige Komponist, von dem man irgendwas findet, was man 1368, der also rundherum um diese Zahl irgendwas geschrieben hat, was wir hier aufführen konnten. Und das hat uns schon gereizt, das zu bringen. Es wird heuer, so ist es zumindest geplant, am 19. August noch ein großes Kirchtagsfest geben, wo unser Erzbischof Kardinal Christoph Schöndorf nach Trebuswinkel kommen wird und mit uns eine festliche Messe feiern wird. Und im Zuge des Jubiläumsjahres ist auch gedacht, dass wir eine Ausstellung abhalten, die bereits in Vorbereitung ist, in Zusammenarbeit mit dem Dorferneuerungsverein Pro Tribus.